Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Mittwoch, mein Gott, ist so schwer das Wort. Ja, zu einer weiteren Ausgabe hier von der Kornwelt und schön, dass auch du dir wieder die Zeit nimmst. Im Jahr 2021 sind wir mittlerweile angekommen, es ist der erste Mittwoch, es ist der erste Gipfeltag im neuen Jahr 2021. Und die Woche ist schon wieder halb rum. Unglaublich. Gestern war noch Silvester und heute haben wir schon wieder Mittwoch. Unglaublich, unglaublich. So, warum steht der jetzt hier so? Was ist das denn jetzt hier für ein komisches? Habe ich hier vielleicht den falschen Modus eingestellt? Nö, eigentlich nicht. Und warum fährt der jetzt so komisch hier? Das ist ja mal echt putzig hier. So, jetzt fahren zumindest mal die anderen da hinten wieder, weil ne, die sind jetzt alle irgendwie stehen geblieben hier. Weil der Kollege hier meinte, er müsste jetzt mal hier die Turbula Rasa machen und hier alle aufhalten. Echt. So, stellen wir ihn nochmal ein. Mal gucken, was dann passiert, ob dann wieder alle stehen bleiben. Oder ob wir dann weiterfahren können, ne? Gute Frage, nächste Frage. Ich würde jetzt mal sagen, ich fahre hier mit dem nochmal auf Silo drauf. Versuche ich mal zumindest. Ja, die anderen fahren aber jetzt weiter. Komischerweise. Das ist mir ja schon. Ja. Das taugt mir schon mal was. Oh oh, oh oh. Oh. Aber mit dem kommen wir mal hier. Mit null Problemo hier hoch. Das ist ja schon mal schick. So. Jetzt wollen wir mal mit etwas. So, einmal hier bitte hin, einmal hier bitte hin. Zack, rein, entlassen. Wunderbar, tschüss. Und der nächste bitte. So. Der will auch noch hier abkippen. Sehr schön. Können wir schon mal umstellen hier auf 2H. 2H und danach kommt. Ah, nicht I. Was ist denn hier? So. 2I. Also ich gehe mal von außen, die jetzt hier gleich auch abgeladen haben, dann sind wir so allmählich mal da angekommen, wohin will. So, nach 2G kommt 2H. Jawohl. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Kollegen da oben drauf, damit der hier nochmal ein bisschen hinkippt. Und vielleicht nochmal das eine oder andere Loch hier oben auf dem Silo hier nochmal schließt. Na, warum geht das jetzt wieder nicht? Auch nicht. Oh, ne, 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 ne. Auch nicht. Hä? Da war doch gerade. Aha. Jetzt geht's doch. Ja. Bin mal gespannt, wie viel wir hier reinkriegen. Ich bin auch jetzt mal gespannt, wenn ich das Silo zumache, ob es dann auch funktioniert. Ob ich dann auch weiter ins andere Silo abkippen kann. Also bei den Tests funktionierte das alles. Also von daher bin ich jetzt mal gespannt hier. Ich werde so heute noch, im Laufe des Tages gehe ich mal von aus, ich will noch weiter an den Produktionen, zumindest zum späteren Zeitpunkt, jetzt na klar ist man nicht. Weil ich möchte jetzt schon erstmal so gucken, ob ich nicht die ganze nächste Woche jetzt aufnehme, war glaube ich so geplant, für die ganze Woche jetzt aufzunehmen und fürs nächste Wochenende oder für die nächste Woche auch schon. So, dass ich also ein bisschen Ruhe habe, ein bisschen Zeit habe, auch andere Dinge zu tun, wie halt zu modden oder Tutorials zu erstellen. Dafür soll ja mehr Zeit sein, auch im Jahr 2021.
Und von daher, ja, bin mal gespannt, was denn jetzt auch so kommt, wie ich mir das so vorstelle. So, ne, Vorsätze sind ja alle schön und auch gut. Das sollte man haben, ne, damit man ein Ziel hat, worauf man hinarbeiten kann. So, man sollte sich dann auch, ne, sehr darauf konzentrieren, fokussieren und nicht so, ne, wie ich das manchmal tue, sich dann, ah, oh, jetzt, ah, ich, ah, das, nee, da, da habe ich jetzt mehr Lust zu und jetzt, jetzt mache ich erstmal das und das andere liegen. Ja, das sollte man dann vielleicht nicht unbedingt gerade tun, aber ja. So, hier haben wir 2G, so, das heißt, der hier müsste dann auf 2F gehen. Oder? Ja, schick mir den hier auf 2F. Wunderbar. Und Abmarsch. Sieht so aus, als würde er gerade ausfahren. Ah, sieht doch schon mal gut aus. So, ja, die nächsten 100.000 Liter. Weitere 100.000 Liter für das Silo. Boah, Wahnsinn, Freunde. Ich glaube, der eine oder andere kann mittlerweile es nicht mehr sehen, die Bilder hier, aber... Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr davon gerne noch mehr sehen wollt oder sagt, um Gottes Willen, hör auf jetzt, ich kann nicht mehr sehen, wie du da hoch dich quälst und oh. Und schiebst und machst und tust. Das kann ja kein armes Schwein mit angucken. meine Freunde. Sage und schreibe, 9,8 Millionen haben wir schon hier drin. Unglaublich. Ich bin total stolz, so viel schon hier drin zu haben. Warum höre ich hier schon wieder was? Warum höre ich hier schon? Oh, jetzt geht er wieder zurückgefahren. Na, ist es denn die Possibility? Warum muss der jetzt wieder rückwärts fahren? Das ist mir unbegreiflich noch. Das ist noch so was, was ich nicht verstehen kann, was ich nicht nachvollziehen kann. Warum er das immer wieder mäht. Wahnsinn, oder Freunde? Jetzt haben wir bald 9,9 Millionen. Echt unglaublich. Da vorne ja gleich die 10 anzeigt. Und ich sag mal, ne, wir haben da in der Mitte noch Platz ohne Ende. Also ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ne, ist jetzt hier voll oder so. Also. Oh, was kühlt denn da? Nee, Freund. Stopp. Nein. Stopp. Aber ja, ein schnell Stopp hier, ey. So nicht, mein Freund. So nicht. Aha. Oh mein Gott. Da wäre bald passiert. Da wäre bald schon wieder passiert. Da wäre bald das wieder passiert. So, das heißt, hier müssen wir jetzt hier runterfahren. Die
Ich verstehe noch nicht, warum der da vorne jetzt stehen bleibt. Das ist so das, was ich im Moment nicht so ganz verstehe. Warum der Cursplay-Fahrer jetzt auf einmal da stehen bleibt. Warum der nicht fährt. Oder zumindest mal auf dem Parkplatz fährt. Wäre schon mal eine Maßnahme. So. Was der 8900er hat jetzt das Ende der Route erreicht, wäre totaler Wahnsinn. Auf welchem Feld denn? Feld 2 oder was? Weil auf Feld 36 kann er im Leben nicht sein. Also das wäre mir jetzt ein wenig schleierhaft, sagen wir mal so. So, weiter geht's hier im Text. Ab und zu mal ein bisschen rüber gucken, wie es dann aussieht. So, der fährt jetzt um 32. Bin mal gespannt, ob wir da hochkommen. Oh, er schafft. Er schafft. Sehr schön. Ja, 9,9 Millionen sind wir schon. Also das ist ja schon mal... Der helle Wahnsinn. Oh, jetzt sind wir schon draußen. Als nicht so gut. Aber wir haben die 10 Millionen durchbrochen. Jetzt bin ich doch ein bisschen, aber nur ein ganz klein bisschen stolz. Also, ne, 10 Millionen kriegen wir hier rein. Also schon mal damit bewiesen, dass wir hier schon mal 10 Millionen reinkriegen. Ich bin mal gespannt, ne, wenn wir dann irgendwann mal die volle Höhe auch hier von diesem Silo ausnutzen können. Wie das dann aussieht, wenn wir die volle Höhe von dem Silo ausnutzen, wie viel dann hier reingehen. Es müssten noch mal ein paar Liter mehr sein, aber nur ein klitzeklein bisschen mehr. So, da kommt der Wassertransporter. Alles klar. So, auf geht's. Zur nächsten Runde. Aber ich will mal überlegen, ob ich jetzt nicht das Silo auch zumache. Weil, ne, so allmählich wird's doch echt heftigst. Obwohl, da geht halt noch rein. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, hier wird ja nichts mehr reingehen. Also. Ein paar Liter gehen hier schon mal rein. So, einmal hier drehen bitte.
Selbst hier hinten sind noch Löcher drin, wo immer mal wieder abgibt. Also so dicht ist das noch alles hier gar nicht. So, mal gucken. Mal gucken hier, ja. Da wir das jetzt halbwegs vernünftig dazu kriegen, aber. Noch 2000 Liter hier drinne. $10.100.000, ja, Wahnsinn. Alles klar. So, der nächste ist leer. Wahnsinn. Wahnsinn hier. Der nächste One ist leer. Aber ihr seht, hier oben sind noch ein paar Löcher drin, ein paar Hubels. Also von daher, da geht noch was. Da geht noch was. Ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei, Freunde. Mal gucken hier. Wann dann der nächste Kollege hier kommt. Aber schon Wahnsinn, echt. Hätte ich damals, also ne, wo ich damals die Silos gebaut habe, ja, ich habe es ja gebaut, damit da hier ordentlich was reingeht. Aber ja, sag mal, was für eine Klasse, ist ja klar, dass jetzt hier, und das sind auch ein paar Liter, die jetzt hier draußen liegen, da bin ich mal jetzt ehrlich. Warum das so ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, stört mich auch mittlerweile echt sehr. Mal gucken, vielleicht finde ich den Fehler noch. Vielleicht kennt von einer von euch, der vielleicht gerade draußen zuschaut, das Problem, hatte auch mal den Fehler, könnt ihr mir gerne mal in die Videobeschreibung packen, wie man das lösen kann. Würde ich mir also in die Kommentare mal schreiben, dass man das hier halt lösen kann. So. Ein bisschen hier festfahren hier. Ein bisschen verteilen hier. Ja, noch haben wir keine 100% hier. Noch kann ich das Silo hier nicht abdecken. Na jetzt aber. Sehr schön, sehr schön. So, hier fällt mir das doch.
Und mal gucken, ob da nicht noch irgendwo einer jetzt gleich kommt. Von den Drescherchen, von den Abfahrern, nicht von den Dreschern. Die Drescher kommen wir mit sicher nicht hier hin. Das wäre jetzt ein bisschen dumm, ne? Wenn die Drescher eben kommen würden. Ja. Nein, die Abfahrer meinte ich. Uiuiuiui. Nein, nein, alles klar. So, ja, hochkonzentriert ist der, die hier das Silo hier machen. Ich würde sagen, ich gucke jetzt nochmal bei den BGAs, wie es da aussieht, ob wir da noch ein paar Ballen reinwerfen können. Oder ob jetzt alle dort verbraucht sind. Weil unten an der BGA Nord haben wir noch Ballen im Silo stehen, im Fahrsilo. Also von daher, da können wir auch gleich mal zuschlagen. Ah, jetzt bin ich hier am Handel. Ach, ich wollte mal gucken, wie das überhaupt beim Dings aussieht. Ach, hier haben wir auch noch Häckselgut drin, sehe ich gerade. 63%, okay. Naja. Sehr schön. Dann sind die hier schon mal weg. Das haben wir da schon mal erledigt. Wunderbar. Hä? Jetzt bin ich ja falsch. Da ist die BGA Nord. Okay. Aha, hier sind auch noch zwei Ballen. Zack. Hä? Dann würde ich sagen, wollen wir mal die nächsten Ballen hier noch holen, die hier noch sind, damit wir hier auch noch ein bisschen Einnahmen generieren. Dann werden wir da mal das nächste Land, glaube ich, kaufen, oder die nächste Produktion. Und auch da muss es ja mal weitergehen, denn wir müssen noch ein bisschen hier Geld vermehren. Da, da, da. Da ist eine Mauer, die steht da schon was länger, mein Freund. Hast du die nicht gesehen? Hast du die Mauer nicht gesehen, mein Freund? Die steht da länger. Und die wird da noch was länger stehen bleiben. Also. Ja, ist klar. Verpiss dich doch. Mann. Das wollen wir hier ärgern, die Ballen. Die mögen mich nicht. Naja, liegt wohl an der Farbe, dass die mich nicht mögen. Da sieht er gut aus. So, einmal hier zurück. Wunderbar. Gucken wir mal, damit die jetzt davor schön gestellt kriegen, aber ich glaube eher weniger. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch die restlichen Ballen, die werden wir jetzt auch noch hier abladen und dann haben wir das Thema hier auch erstmal durch. So, wunderbar. Kann man den Mut hier schon wieder ausmachen. Dann wollte ich mal bei der Zuckerfabrik mal gucken, vorbeischauen. Wie sieht es denn hier aus? Produziert jetzt mittlerweile aber mehr. Oh! Oh! Die ist voll! Müsste dringend mal abgeholt werden hier, Kollege. Hier sind 50 Paletten drin. Ja, alter Schwede. Wollen wir mal hier auslagern, wa? Zucker. Jetzt scheint es da mal ein bisschen was zu produzieren. Sehr schön. Kann man uns das jetzt hier verkaufen. So, Zucker. Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön.
geht doch mal jetzt hier. Ja, wollte gerade sagen, hallo? Das kann jetzt aber eh nicht wahr sein. So, die auch mal hier. Sag mal, geh doch mal darüber. So, danke. Mein Gott, stell dich mal nicht so an hier. Du auch. An. Wir müssen mal hier ein bisschen hier, aber wirklich mal ein bisschen mal hier Platz schaffen jetzt. So, die auch mal hier weg. So. Damit wir hier die nächsten Paletten schon produzieren können. Ah, immerhin 18 Paletten nochmal. Wunderbar. Sehr schön. So, ich würde sagen, jetzt haben wir erstmal Paletten hier noch stehen. Jetzt haben wir erstmal Paletten hier noch stehen, die der laden kann. Alter Schwede, komm, hier rüber da. Ist es denn wahr hier? So, jetzt ja eine Insel. Mal gucken, ob ich die anderen 8 Paletten jetzt ja auch noch hier rauskriege. Das wäre auch schön. Dann haben wir ja schon mal wieder Platz. Oh, mein Gott, die wird jetzt hier flott hier. Haben wir mal hier ein Tempo jetzt drin, ne? Naja, 5333 Liter ist ja etwas schneller jetzt auch. So, sehr schön. Das heißt, das haben wir auch. Und, ja. So, heute haben wir Mittwoch. Genau, heute haben wir Mittwoch. So. Ja. Sollen wir mal gerade hier gucken, was ist denn hier los? Warum geht es hier nicht weiter? Was haben wir hier für ein Problem? Was ist denn hier los? Warum fährt der denn hier nicht wieder? Was hat der denn hier für ein Problem? Ach, du ahnst es nicht, der steht hier falsch. Aha. Ja, da liegt das. Okay. Ja, das soll es dann auch am heutigen Mittwoch mit dieser Folge gewesen sein. Wir sind Frühherbst. Irgendwann wird jetzt auch der Winter kommen. Und wenn der Winter gekommen ist, oder vielleicht schon nach der Ernte, mal gucken, ich weiß es noch nicht. Kommt jetzt darauf an, wie weit ich jetzt auch hier gleich komme. Dann werden wir, so wie es aussieht, dann irgendwann umziehen auf die Beta-Version. Und ja, von daher, das wird also auch jetzt demnächst irgendwann passieren. Ah, hier geht es nicht weiter. Ah, das ist ja ganz schlecht. Das soll es gewesen sein, aber trotzdem jetzt an dieser Stelle. Ich sage danke für alle, die hier wieder von Anfang bis Ende zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für euren Mega-Support im Jahr 2020 nochmal und auch vielen Dank, dass ihr mich hier weiter unterstützt im Jahr 2021. Vielen, vielen Dank dafür und ich bin raus. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.